Wir kommen nun zum Höhepunkt des heutigen Tages. Vorfahrt für Wirtschaft, Wohnen und Wachstum. So lautet der Vortrag unseres heutigen Gastredners. Heißen Sie herzlich willkommen den Partei- und Fraktionsvorsitzenden der NRW-CDU, Armin Laschet. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Peter Rasche, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag von Nordrhein-Westfalen, ich freue mich sehr, heute hier bei Ihnen zu sein. 43 Ortsvereine gibt es. Bei vielen war ich auch schon zu Gast. Und nachdem man bei dem ersten war, haben die anderen gesagt, ja, zu uns könnt ihr auch mal kommen. Und eigentlich könnte man fast die ganze Zeit seines politischen Lebens bei Haus und Grund verbringen. Sie haben mehr Mitglieder als jede große Partei in Nordrhein-Westfalen. Und dazu erstmal einen herzlichen Glückwunsch. Sie sind eine wichtige Gruppe in unserem Land Nordrhein-Westfalen. Nun geht das hier heute, wenn man in der ersten Reihe sieht und diese Western sieht, ziemlich brutal zu. Dauernd kippt einer vom Pferd oder wird vom Pferd geholt. Als ich hier reinkam, hinter den Star-Wars-Kriegern, sagte der Arndt Glocke von den Grünen, ob ich es nicht etwas übertreiben würde mit der Sicherheit. Es wirkte jedenfalls sehr martialisch und die glorreichen Sieben waren auch wunderschön. Ich hatte früher einen Ratskollegen in Aachen, der schickte mir immer so eine Postkarte der glorreichen Sieben. Da sitzt ja Horst Buchholz in der Mitte, den haben wir eben noch gesehen, und schrieb dann, der Kleinste sitzt immer in der Mitte. Also das fand ich ganz sympathisch. Und dann haben Sie gerade hier viel über große Koalitionen geredet und kurz vorher blenden Sie ein, Fluch der Karibik aus Jamaika. Also, was da kommt im Mai, werden die Wähler entscheiden. Und ich will jetzt 42 Tage vor der Wahl versuchen, nicht der Versuchung zu erliegen, hier eine Wahlrede zu halten. Denn egal, wie diese Wahl ausgeht, Demokraten müssen da am Ende zusammenarbeiten und wir müssen erstmal alles dafür tun, dass Extremisten von links und rechts, dass Leute, die das europäische Projekt abschaffen wollen, die Zwietracht in unserer Gesellschaft sehen wollen, dass die jedenfalls keinen Einfluss auf die nächste Regierungsbildung bekommen. Das muss unser Hauptziel sein. Und nun hat der Herr Amaya, der ja nicht CDU-Mitglied ist, einige markante Bemerkungen heute schon gemacht und die ganzen Verordnungen mal an die Wand geworfen. Und ich will deshalb mal grundsätzlich etwas zu solchen Verordnungen sagen. Jede Verordnung hat irgendeine gute Idee dahinter. Irgendeiner will irgendetwas regeln, will die Welt gerechter machen, will soziale Standards einführen, will ökologische Standards einführen, will Gender-Regeln der Gleichberechtigung von Männern und Frauen regeln, will was für Behinderte tun. Also ich unterstelle mal am Anfang jedem, der sowas aufschreibt, dass das alles gut gemeint ist. Auch die Mietpreisbremse, auch vieles andere. Und wir als Politiker müssen uns dann aber überlegen, welche Wirkung hat das? Und wird eigentlich das Ziel erreicht, was man sich eigentlich vorgenommen hat? Und wenn man die Vorstellung hat, wir können Gerechtigkeit im Land herstellen, mit immer mehr Bürokratie, mit immer mehr Vorschriften, mit immer komplizierteren Vorschriften, dann ist am Ende vielleicht Lähmung das Ergebnis, dass nichts mehr passiert, dass so viel reguliert ist, dass der, der was unternehmen will, keine Lust mehr hat oder es woanders tut. Und das betrifft, das ist bei der Mietpreisbremse so ein Beispiel. Natürlich gibt es in vielen Universitätsstädten, in den großen Städten, in denen es einen großen Zuzug gibt, zum Teil zu wenig bezahlbaren Wohnraum. Aber indem jetzt die Mietpreisbremse kommt, indem all die Vorschriften kommen, die wir eben gesehen haben, ist der Mensch, der Geld anlegen will, vielleicht ermutigt, sich Gold zu kaufen, Beispiele sind ja heute genannt worden, dies oder jenes zu tun.
aber nicht das zu tun, was unsere Gesellschaft eigentlich prägt, nämlich privates Eigentum zu schaffen und damit auch einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten. Der ein Haus baut, ein Mietshaus, ein privates ohnehin, aber ein Mietshaus baut, der stellt für viele, viele Menschen, für Familien Wohnraum zur Verfügung. Das ist eine Leistung, die in unserer sozialen Marktwirtschaft erwünscht ist. Wir dürfen aber nicht Vorschriften machen, die den Eindruck erwecken, als sei es nicht erwünscht. Als wollten wir die vergraulen, die aus ihrem privaten Eigentum sich eben nicht eine Yacht irgendwo in der Karibik kaufen, sondern die sagen, ich baue in einer Stadt ein Haus, damit andere Menschen Wohnraum haben. Das ist zunächst mal etwas, was wir in unserer Gesellschaft brauchen. Und deshalb ist immer für Politik dieser Maßstab wichtig. Hast du ein gutes Ziel und wie erreichst du es? Oder machst du so viel Bürokratie, dass am Ende sich nichts mehr bewegt? Und jetzt nenne ich ein paar Beispiele, wo ich finde, dass man es übertrieben hat. Das eine ist die Grunderwerbssteuer, die haben Sie eben erwähnt. Die ist im Jahr 2011 zunächst von 3,5 auf 5% gestiegen. Inzwischen ist sie bei 6,5%. Damit sind wir, kommt selten vor, mal in der Spitze der deutschen Länder. Ich würde mir wünschen, wir wären beim Wirtschaftswachstum, bei Bildungsinvestitionen, bei Hochschulinvestitionen. Wir wären mal da in der Spitzengruppe und nicht bei der Grunderwerbssteuer. Das ist also eine falsche Priorität. Jetzt kommt ein zweites hinzu. Die Bauanträge liegen oft 9 Monate auf Ämtern. Die Digitalisierung ist so weit vorangeschritten, dass Sie heute auf Ihrem iPhone oder was auch immer jeden Schritt am Tag messen können. Aber unsere Ämter sind immer noch auf einem Stand, dass die Genehmigungsverfahren zu lange dauern. Dass man etwas prüfen muss, ist klar. Aber wenn man so lang prüft und es komplizierter ist, wird jemand, der investieren will, das gilt insbesondere für die Industrie- und Handelskammern, die auch in einem Wettbewerb der deutschen Länder stehen, am Ende in einem anderen Bundesland investieren als in Nordrhein-Westfalen. Wer beispielsweise mal von Siegen gefahren ist, in Burbach runter und dann auf die hessische Seite, sieht auf der hessischen Seite riesige Gewerbegebiete. Das Gleiche haben wir in Ostwestfalen, an der Grenze zu Niedersachsen. Und die Kollegen haben mir erklärt, und das ist ja unabhängig von der Parteifarbe, in Niedersachsen und Hessen gehen Genehmigungsverfahren auch für Gewerbegebiete 3 Stufen schneller als in Nordrhein-Westfalen. Bei der chemischen Industrie, die können Ihnen auf den Tag genau vorrechnen, wie lange für eine bestimmte Maschine ein Verfahren dauert. Wenn aber bei uns es immer länger dauert, immer komplizierter ist, dann wird auf Dauer Arbeit weggehen, dann gehen Menschen weg, dann geht Wirtschaftskraft weg, dann geht Steuerkraft weg. Und deshalb müssen wir dazu kommen, dass Genehmigungsverfahren so schnell wie möglich Bauen ermöglichen und nicht behindern. Und diese Mentalität müssen wir wieder in die Landespolitik hineinbringen. Ich habe über die Eigentumsförderung ist eben auch gesprochen worden. Wir haben die Mittel für Eigentumsförderung im Land Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Jahre 2003 um rund 97% gekürzt. Vor 7 Jahren standen noch ca. 560 Millionen Euro bereit. 2016 waren es noch 24 Millionen Euro. Auch beim sozialen Wohnungsbau sind die Ziele nicht erreicht, die Zahl geht immer zurück. Und dann finde ich, muss Politik auch mal Ziele, die man irgendwann mal formuliert hat, der Realität und der Wirklichkeit anpassen. Und das ist die Frage, Landesentwicklungsplan, brauchen wir noch Bauflächen? Und wie können wir eigentlich für 300.000 Menschen, die mehr im Land sind, wir haben 1 Million Menschen aufgenommen 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise. Da wird derzeit mancher zurückgehen, der nicht schutzbedürftig ist. Auch das gehört dazu. Aber es werden viele, viele bleiben. Und da kann man nicht sagen, wir haben das Ziel Flächenverbrauch null, was man sich irgendwann mal vor 20 Jahren ausgedacht hat.
Wir werden mehr Flächen brauchen für Gewerbe, für Wohnungen, für Landwirtschaft. Denn Politik hat zuerst mal den Menschen zu dienen. Und wenn mehr Menschen da ist, muss man die Politik den Realitäten anpassen. Das ist die erste Aussage. Und jetzt hat der Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer eben gesagt, wie viel weniger Flächen es für Gewerbe gibt. Überhaupt nur 2,6%. Und ich habe auch immer gedacht, weil uns das auch manchmal eingeredet wird, es werden immer mehr Flächen versiegelt. So und so viel Fußballflächen pro Tag werden bebaut. Aber die Realität in Nordrhein-Westfalen ist eine andere. Wir haben gegenüber 1995, Zeitraum von gut 20 Jahren, in Nordrhein-Westfalen 45.000 Hektar mehr Wald, 23.000 Hektar mehr Grünfläche, 1.000 Hektar mehr Heidefläche und 443 Hektar mehr Moorfläche. Das ist in Ordnung. In Deutschland stehen 10% der Flächen unter Naturschutz, in Nordrhein-Westfalen 15%. In einem dicht besiedelten Land. Dann finde ich aber, und das Industrie und Gewerbe haben 3.800 Hektar verloren. Wenn du aber bei der Arbeitslosigkeit hinten bist, wenn du im Ruhrgebiet manche Städte und Regionen hast, wo du noch zweistellige Arbeitslosenzahlen hast, dann kannst du nicht sagen, ich will immer mehr Flächen quasi dem Wirtschaften, dem Wohnungsbau, der Landwirtschaft entziehen, um sie zu Biotopen zu machen. Sondern dann muss man in einem solchen Moment sagen, unsere Priorität ist, wir brauchen jetzt mehr Wohnungsbau und den erreicht man nicht durch eine Mietpreisbremse, sondern indem Leute bauen. Und das muss man ermutigen, das muss man steuerlich erleichtern. Dafür braucht man für Familien vielleicht wieder so etwas wie ein Baukindergeld oder manches andere mehr. Vielleicht muss auch nicht jeder energetische Standard bis auf den letzten Zentimeter immer komplizierter werden, sodass für Familien und den, der baut, das Bauen immer teurer wird. Sondern wir brauchen eine Mentalität auch in den Ministerien, dass ein Beamter morgens mal reingeht und sagt, nicht was regle ich heute noch, sondern welche Vorschrift schaffe ich heute mal ab. Das muss die Mentalität in Nordrhein-Westfalen werden. Und jetzt haben Sie eben aus der Praxis wieder ein sehr gutes Beispiel genannt. Das ist das Beispiel der Schrottimmobilien. Wie heißt die schöne Verordnung? Kommt man ja gar nicht nach, wie die alle heißen. Jedenfalls die Verordnung, die jetzt verhindern soll, dass wir Schrottimmobilien haben. Das ist aber so ein Beispiel, da wäre die Verordnung, die auch ganz viele andere Vermieter trifft, so wie das eben beschrieben wurde, die gar nicht das Schrottimmobilienphänomen erfasst, sondern viele andere, die damit gar nichts zu tun haben, die denen ihr Eigentum schwierig machen, da gäbe es auch andere Mittel. Ich habe mir das mal in Duisburg-Marxloh angesehen. Weiß nicht, wer sich da auskennt. Gibt es die Weseler Straße, eine große Straße, wo sehr viele Brautmodegeschäfte und ein türkischer Mittelstand ist. Die türkischen Mittelständler sagen mir, kümmern Sie sich jemand um die Nebenstraßen, dass diese No-Go-Areas wegkommen. Das sind Leute, die haben sich da etwas erworben, die haben blühende Geschäfte, die merken aber selbst, ihr Viertel rutscht immer weiter ab. Und meine Vorstellung von diesen Schrottimmobilien war immer, als ich das noch nicht angeschaut hatte, das sind irgendwelche Hochhäuser am Rande der Stadt, und da muss man jetzt gesetzlich irgendwas machen. Die Realität ist aber eine andere. Der Oberbürgermeister war mit dabei, die Ordnungsdezernentin war ebenfalls mit dabei. Ordnungsdezernentinnen sind komischerweise, im Ruhrgebiet kriegt meistens die CDU das Ordnungsdezernat und meistens sind es Frauen, taffe Frauen in Duisburg, in Dortmund, die dann sagen, wie packen wir jetzt die Dinge an. Jetzt haben sie in diesem Viertel dreigeschossige Häuser gebaut, so in den 20er Jahren, sogenannte Schrottimmobilien. Daraus hat jemand ein kriminelles Geschäftsmodell entwickelt, wirbt in Bulgarien und Rumänien Menschen an, die nicht wegen sozialer Leistungen einreisen dürfen, also bietet er ihnen Werkverträge, Scheinverträge, Scheinarbeitsverträge an, damit reisen sie ein, beziehen dann die sozialen Leistungen. Dieser eine, der diese Schrottimmobilie angekauft hat, meistens bei Versteigerungen zu niedrigem Wert, zieht deren EC-Karten ein und kassiert alle die Leistung, die die Städte dann erbringen. In die Häuser bringt er dann
hunderte Menschen unter menschenunwürdigen Bedingungen. Die schmeißen zum Teil den Müll auf die Straße und vieles andere mehr. Und die Nachbarn, die da wohnen, merken, ihr Viertel verfällt. Da war eine Frau, die hat mir gezeigt, da drüben die Wohnung, Eigentumswohnung, die wird jetzt für 8.000 Euro verkauft. 8.000 Euro für eine Eigentumswohnung. Das waren zum Teil Wohnungen, die Menschen gekauft haben für ihre Altersversorgung. Bergarbeiter und andere, die jetzt merken, ihr Viertel rutscht dahin. Und da finde ich, dagegen muss man vorgehen, aber nicht mit einem Gesetz und einer Verordnung, die nun alle Vermieter im ganzen Lande trifft, sondern die gezielt dieses kriminelle Modell zerschlägt. Und diese Ordnungsdezernentin hat jetzt, nachdem es 80, 90, 100 Schrottimmobilien gibt, damit angefangen und hat gesagt, ich prüfe jetzt mal in diesem Haus den Brandschutz. So, ganz simple Sache. Natürlich ist nirgendwo der Brandschutz gesichert, also hat sie die Häuser stillgelegt. 10, 12, 14 Häuser sind jetzt stillgelegt. Und hätte man von Anfang an in dieser Konsequenz gehandelt, null Toleranz gegenüber so einem kriminellen Projekt geduldet, wäre es gar nicht zu den Zuständen gekommen und dann bräuchtest du keine neuen Verordnungen auf der Landesebene. Und diese Haltung, die wünsche ich mir, null Toleranz gegenüber solchen Tatbeständen. Und das betrifft viele Fragen der inneren Sicherheit. Sie haben das Problem der Einbruchskriminalität. Für viele Vermieter und für viele Wohneigentümer ein großes Problem. Wir haben in Nordrhein-Westfalen mehr Einbrüche als in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen zusammen. Wir haben 22% der Einwohner und 38% der Einbruchskriminalität. Und da finde ich, braucht die Polizei die Mittel, wie sie gegen diese Täter vorgeht. Wir, Peter Rasch und ich, kommen aus Aachen. Wir wissen, wo die offenen Teile der Grenze sind. Und der Innenminister erklärt dann, ja, das liegt daran, dass wir offene Grenzen haben und deshalb haben wir eine höhere Einbruchskriminalität. Täter fliehen nach Belgien und in die Niederlande. Gut, Bayern hat aber eine niedrige Einbruchskriminalität, hat eine offene Grenze nach Tschechien. Tschechien ist ja und Osteuropa nicht ganz kriminalitätsfrei. Also es könnte ja auch mal sein, dass ein Täter nach Tschechien oder nach Polen oder sonst wo flieht. Aber die Konsequenz, mit der man die Täter verfolgt, ist eine andere. 13 deutsche Länder haben so etwas wie Schleierfahndung. Das heißt, verdachtsunabhängig einen mal anhalten und kontrollieren. Polizeibeamte sagen uns, bei 8 von 10 Fällen liegen wir richtig. Wir wissen genau, kennen unsere Pappenheimer, wen wir anhalten müssen. Diese 13 Länder, und daran merken Sie, es hat nichts mit Parteipolitik zu tun, sind rot-grün regiert, grün-schwarz regiert, schwarz-grün regiert, rot-rot regiert, Kenia regiert, Sachsen-Anhalt, Kenia-Koalition. Nur 3 deutsche Länder haben das nicht. Dürfen Sie raten, wer? Bremen, Stadt Berlin und Nordrhein-Westfalen. Und da finde ich, das sind so Punkte, wo man ansetzen kann. Ich hatte den bayerischen Innenminister letztlich getroffen, weil der Jäger dann auch immer sagt, ja, wir haben so viele große Städte. Einbruchskriminalität München 1.100, Einbruchskriminalität Köln 5.000. Das ist ein Unterschied, der nicht sein muss. Und deshalb dieses Prinzip, was bei Schrottimmobilien gilt, muss auch bei Einbruchskriminalität gelten. Damit unsere Städte attraktiv werden, muss man an jedem Ort des Landes zu jeder Zeit sich auch sicher bewegen können. Und dafür ist Politik in der Pflicht. Das ist wichtiger, als Verordnungen und sonst was zu schreiben, Sicherheit herzustellen im ganzen Land. Und nun will ich 2 letzte Bemerkungen machen. Das eine ist, Sie haben das eben auch angesprochen, lebendige Innenstädte. Ja, dieses Eigentum lebt davon, dass Menschen gerne in Städten leben und Städte sind attraktiv, wenn da viele Geschäfte sind. Wenn Menschen, verkaufsoffener Sonntag ist angesprochen, in der Tat brauchen wir da eine Regelung, die gesetzlich klar regelt, was möglich ist, die aber auch den Sonntagsschutz garantiert, ist für uns als christliche Partei wichtig, gibt es auch parteiübergreifenden Konsens. Nur so wie es heute ist, ist es nicht optimal, weil jede Stadt das für sich regelt und am Ende überhaupt keine Rechtsgrundlage da ist. Aber Städte attraktiv zu halten, auch durch Einkaufen, ist eine wichtige Aufgabe, die man durch Rahmenbedingungen steuern kann.
Aber bei dem Thema muss ich sagen, da ist auch jeder Einzelne gefordert. Jeder Einzelne durch seine Kaufentscheidung beeinflusst auch das Leben in den Städten. Und auch das muss Politik erklären. Politik kann nicht alles regeln. Meine Frau ist Buchhändlerin. Überlegen Sie mal, wie viele Buchhandlungen es heute noch gibt und wie viele Leute die Bücher bei Amazon bestellen. Natürlich ist das manchmal bequem. Aber auch da muss man sagen, wenn du Zeit hast, wenn du willst, dass es noch Geschäfte gibt, dann kauf demnächst nicht alles nur noch im Internet. Geh auch noch mal in den Einzelhandel, schau dir noch mal eine Fachberatung an. Wenn es schnell gehen muss, kannst du auch im Internet kaufen. Aber wenn das jetzt sogar sich auf Apotheken ausdehnt, wenn selbst die Medikamente demnächst nur noch übers Internet bestellbar wären, was manche wollen, dann haben wir selbst die ärztliche, die apothekerische, die pharmazeutische Versorgung nicht mehr in den Städten. Und da müssen wir an jeden Einzelnen appellieren. Wer lebenswerte Städte haben will, muss auch ab und an da etwas kaufen. Nicht auf der grünen Wiese, sondern in diesen Städten. Und das Zweite. Und das Zweite und Letzte. Ja, man sagt, nicht alle Leute sollen in die Städte ziehen. Das stimmt. Wir können nicht den gesamten ländlichen Raum ausbluten lassen und alle ziehen nur noch in Großstädte. Das ist im Moment die Tendenz, die wir haben, insbesondere an der Rheinschiene. Städte mit Einwohnerzuwachs, wo viele hinziehen. Jetzt ist die Frage, wie kann man das denn ändern? Und da ist die Lage in Deutschland zunächst sehr unterschiedlich. Ich war letztlich auf einer Konferenz der deutschen Fraktionsvorsitzenden. Und da gab es ein Papier, da hatte die Kollegin vor allem aus Ostdeutschland aufgeschrieben, der ländliche Raum wird abgehängt, immer mehr ziehen weg, die jungen Leute sind nicht mehr da, die Infrastruktur bricht zusammen und plötzlich wird in den Regionen die AfD stark, weil die einzigen sind, die da noch irgendwie präsent sind oder was auch immer. Das mag in Ostsachsen und in Vorpommern stimmen. Das passt aber nicht auf Nordrhein-Westfalen. Unsere ländlichen Regionen sind die, die besonders stark sind als Weltmarktführer bei der Wirtschaft. Mit Automobilzulieferern, mit vielen anderen, die bei uns gerade im ländlichen Raum sitzen. Im Kreis Olpe, im Hochsauerlandkreis, im Münsterland, in Ostwestfalen. In vielen Orten des Rheinlands haben sie Vollbeschäftigung. Die suchen Fachkräfte. Und deshalb müssen wir eine ganz andere Politik machen. Wir müssen den ländlichen Raum durch eine gute Verkehrsinfrastruktur an die Städte anbinden, damit es attraktiv bleibt, vielleicht auch im ländlichen Raum Wohneigentum zu haben und da zu wohnen. Das funktioniert aber nicht, wenn Sie jeden Morgen 300 Kilometer Stau haben. Und da hat es mich besonders geärgert, dass der Bund jetzt plötzlich Milliarden bereitstellt und Nordrhein-Westfalen 2014 und 2015 nicht genug Geld abgerufen hat, weil die Pläne nicht fertig waren. Die Bayern haben für 2 Milliarden Pläne in der Schublade und ich will, dass jeder Cent, der kommen kann, in Nordrhein-Westfalen in bessere Straßen, Brücken investiert wird, damit diese Staus aufhören und die Städte und der ländliche Raum attraktiv bleiben, auch für die, die da pendeln. Und deshalb, das sind Themen, die sind zwischen uns Parteien unterschiedlich. In jeder Partei gibt es auch manchen, der das ähnlich sieht oder auch anders sieht. Wir werden nach dem 14. Mai, nach dem Wahltag, als Demokraten hier zusammenarbeiten müssen. Jeder wirbt jetzt die nächsten 40 Tage, so viel ist es nämlich nur noch, für seine Themen. Und danach, finde ich, muss man sich zusammenraufen und dann muss man die Prinzipien, die Sie hier heute erläutert haben, die Sie auf den parlamentarischen Abenden erklären, die Sie in den 43 Ortsvereinen erörtern, aus der praktischen Erfahrung, was macht jemand, der Wohneigentum hat, wie kann er seinen Beitrag zu unserem Land leisten, wie können wir ihn entlasten und ihn ermutigen, das weiter zu tun und Freude zu haben an seinem Haus und Grund. Ja, das wird eine Aufgabe sein, die die Koalitionsverhandlungen, finde ich, prägen sollte. Unser Land ist stark durch soziale Marktwirtschaft und soziale Marktwirtschaft heißt Eigentum. Und wir wissen aus dem Wettbewerb der Systeme mit der DDR damals, Bundesrepublik DDR,
Wenn das alles staatlich organisiert wird, ist es alles viel, viel schlimmer. Dann ist der Wohnungsbau in einem katastrophalen Zustand. Wir haben Milliarden aufgewandt, um das in Ordnung zu bringen, was in 40 Jahren DDR da drüben an Chaos entstanden ist. Und wir waren so stark, weil es private Eigentümer gab, die das Haus gepflegt, gehegt, investiert, gestrichen, in Ordnung gehalten haben. Und den Mietern ging es hier besser. Und das muss das Prinzip sein. Das muss jeder, der irgendeine Idee mit Verordnungen hat, im Kopf haben. Es ist gut, dass es privates Eigentum gibt. Und es ist gut, dass Haus und Grund das markant in die Gesellschaft hinein, in das Parlament hineinträgt. Deshalb Ihnen alles Gute und einen schönen Abend hier in Krefeld.